Ja, hallo Freunde, heute gehen wir zusammen auf Tour. Schön, dass ihr mitgeht. Was nehmen wir mit? Einmal heute den schwedischen Militärrucksack, eine Mütze, ganz klar um die Jahreszeite, Lederhandschuhe fürs Lagerfeuer, normale Handschuhe, die Survivalbox immer dabei, was zu trinken, Wasser für den Kaffee, Kameraausrüstung, Kochset, Kaffee, Zucker, Besteck. Hier fürs Lagerfeuer noch Zunder und ein Feuerzeug. Hier drin in der Survivalbox, die immer dabei ist, dann auch noch ein Feuerstahl, Coca-Cola zum Doping. Hier haben wir dann unseren Kaffee, Zucker und Besteck. Natürlich ein Messer geht mit, Split-Kocher, ein Sitzkissen um die Jahreszeit. Hier kommt noch Wasser in die Feldflasche. Hier ganz wichtig das Erste-Hilfe-Set. Der Kocher, Kochtopf, die Kamera, ja, und dann sind wir auch schon durch. Dann packen wir das jetzt ein und dann geht's los. Heute geht's mit leichtem Gepäck zu einer alten Ruine, die restauriert worden ist, und da soll es auch ein Shelter geben, und das möchte ich mir mal anschauen, ob das auch für eine Übernachtungstour taugt. Das hier sieht nicht gerade ungefährlich aus. Ich glaube, da verzichten wir mal, da weiter reinzugehen. Super Aussicht. Sieht echt gut aus. Und jetzt auch wieder super erhalten. Sieht gar nicht schlecht aus. Dann machen wir jetzt Pause. Was ich euch empfehlen kann, so als Pausen-Powermacher hier, das ist das Coca-Cola. Das ist echt super. Ist auch altbewährt. Zum Kochen sind Lederhandschuhe wichtig. Also wer von euch Buschkraft macht, der sich nicht mehr als einmal die Finger verbrannt hat, den möchte ich sehen, das passiert immer wieder. Also wer einmal und mehrmals hier sich schon ordentliche Brandblasen geholt hat, der gibt mir mal ein Like. Und da ist Leder wichtig. Ich hatte immer Plastikhandschuhe, und da ist das Schlimme, wenn er da nicht merkt, dass heiß wird, dann ist mir auch noch das Plastik an den Fingern geklebt, dann war es doppelt angenehm. Inzwischen geht hier auch ein ganz gut eisiger Wind auf der Höhe, da bin ich jetzt wirklich froh hier. An dem Windschutz, ne? Also sonst wäre es hier wirklich ungemütlich. Jetzt machen wir uns mal einen Kaffee.
Schweizer Militärrucksack. Der gehört so zu meinen Retro-Lieblingen. Und da habe ich ja auch ein Video dazu, falls der euch näher interessiert. Super günstig, super stabil. Wenn ihr euch hier ohne Wege im Gelände bewegt, dann müsst ihr auch immer vorsichtig sein. Da sind auch schon viele Leute abgestürzt, weil da geht es plötzlich abrupt mal 50 oder 100 Meter senkrecht in die Tiefe. Das hier ist noch harmlos. Da kommen wir noch an ganz anderen Stellen vorbei. Ja, dann sind wir mit unserer Tour leider wieder mal am Ende. Schön, dass ihr mitgegangen seid. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut, euer Hans. Ciao.